Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um die Berliner Runde nach den Landtagswahlen in Bayern und Hessen. Jetzt im Folgenden ein paar Ausschnitte, danach ein paar Worte dazu. Herr Baumann, aus Ihrer Sicht ein sehr erfolgreicher Wahlabend, aber es ist auch so, dass keiner mit Ihnen koalieren will. Der Weg an eine Regierung ist Ihnen also damit verbaut. Müssen Sie nicht von rechts außen sich ein bisschen mehr Richtung Mitte bewegen? Das entscheidet ja der Wähler. Und wir sehen jetzt, wir kommen auch in allen westlichen Ländern gut voran. Das sind heute Rekordwerte im Westen. Im Osten sind wir ja schon die mit Abstand stärkste Kraft. Da kann auf Dauer nicht dran vorbei regiert werden. Wir haben jetzt 10 Millionen Wähler, die hinter uns stehen in der Bundesrepublik. Der Wind ändert sich in Deutschland. Der geht von links nach rechts. Das merkt jetzt auch die CDU. Im Bundestag kann man das sehen. Sie kopiert alle unsere Anträge zur Migrationsbegrenzung, die sie jahrelang abgelehnt hat, als sie regiert hat. Sie hat ja die Grenzen geöffnet, das macht sie jetzt. Aber der Wähler weiß, die CDU, die Merzens und die Söders, das sind Fähnchen im Wind und die AfD ist der Wind. Die Kompromissbereitschaft hört sich für mich so nicht an, aber reicht Ihnen eventuell auch die Rolle der Protestpartei? Natürlich nicht. Wir wollen ja Deutschland verändern. Unsere Wähler wollen Deutschland verändern. Und indem die Wähler uns nach vorne bringen, machen wir die Themen der Republik. Über Migration hat man doch geschwiegen in den ganzen Merkel-CDU-Jahren. Das haben wir doch nach vorne gebracht. Und jetzt schwenkt die CDU ein auf unseren Migrationskurs. Bis ins Detail werden da die Anträge, man kann schon sagen, raubkopiert. So sieht's aus. Und dann haben wir ja einen Erfolg damit. Herr Lindemann, stimmt das? Das können wir nachweisen mit Drucksachen. Mit der Verabschiedung des Türkei-Abkommens, mit der Schließung der Balkanroute damals sind die Proteststimmen zurückgegangen. Und die AfD hat vor allen Dingen Proteststimmen. Die AfD hat ein Interesse daran, dass es Deutschland schlecht geht. Sie müssen sich das mal ansehen. Da werden ja die Korken knallen gelassen, wenn die Insolvenzen hochgehen und die Arbeitslosigkeit. Und die CDU will, dass es Deutschland besser geht und nicht schlechter. Und deswegen geben wir die Antworten. Und das Thema innere Sicherheit wird immer bei uns groß geschrieben und so auch heute. Herr Cesarei, Sie haben vor den Wahlen den Ton gegen den grünen Koalitionspartner noch mal verschärft und es hat sich wieder mal nicht ausgezahlt. Sie sind Herr Lindemann, die Seenotrettung, viele Menschen kommen übers Meer. Friedrich Merz hat gesagt, dass er die staatlichen Mittel für die Seenotrettung nicht weiter unterstützen will. Also keine Mittel mehr, komplette Streichung? Genau, weil wir nicht weiterkommen mit diesen Mitteln, sondern wir kommen nur weiter, wenn wir Dinge machen, die sofort greifen. Eigentlich müsste sich der Bundeskanzler in den Bundestag stellen und sagen, dass wir überfordert sind, dass unsere Kapazitäten erschöpft sind, ausgeschöpft. Das Signal muss in die Welt. Und Frau Faeser ist da in der Verantwortung. Also sie hat vor wenigen Wochen gesagt, sie hält nichts von stationären Grenzkontrollen. Dann hat sie gesagt, sie hält doch was davon. Ich höre aus Brüssel, dass sie es bis heute nicht angemeldet hat. Das geht nicht. Stattdessen macht sie wochenlang Wahlkampf. Sie muss Verantwortung übernehmen. Diese Ampelregierung hat eine Mehrheit. Sie kann es machen. Und darüber hinaus, wenn man denn will, wir stehen konstruktiv bereit. Es ist extrem wichtig, dass dieses Thema jetzt angegangen werden muss, weil es wirklich in der Breite nicht nur verunsichert, sondern am Ende des Tages es auch um die Humanität in Deutschland geht. Da schreiben wir groß, dass wir für die Menschen da sind, die wirklich einen Asylgrund haben. Das schaffen wir aber nur, wenn wir nicht überfordert sind. Und deswegen muss die illegale Migration unterbunden werden. Aber Sie haben doch 16 Jahre regiert. Sie hätten das doch alles machen können. Wir kommen zu diesem Thema ganz sicher noch dran. Die FDP fordert ja nun eine Umstellung von Geld auf Sachleistungen. Das können die Länder aber jetzt schon machen, sagen aber, es ist zu viel Bürokratie. Bleiben Sie dabei? Ich bleibe dabei, weil es an der Stelle notwendig ist. Wir müssen ja über Fehlanreize reden, warum Menschen vor allem nach Deutschland kommen. Und das ist etwas, was uns dringend beschäftigen muss. Und Herr Baumann, Sie sind, oder zumindest Ihr innenpolitischer Sprecher, spricht sich für eine Obergrenze Null aus. Wie wollen Sie das durchsetzen? Pushbacks, eine Mauer? Einfach vernünftige Grenzkontrollen nach Dublin III. Sind alle Leute, die von außen über unsere Grenzen kommen, kommen aus sicheren Ländern, den europäischen Nachbarländern. Das muss nicht sein. Da kann man sie zurückschicken. Das ist europäisches Recht, wenn man es nur umsetzen würde. Überhaupt sind alle Forderungen zur Migrationspolitik, die sinnvoll sind, 10, 15 Sachen, die man machen muss, hat die AfD vorgetragen. Alle haben sie abgelehnt. Die CDU-Regierung hat sie abgelehnt. Indem die CDU sie jetzt selber übernimmt, und das tut sie Woche für Woche im Bundestag,
Bundestag, zeigt sie, dass alle diese Anträge und Forderungen nicht menschenverachtend, nicht rassistisch, sondern ganz vernünftig sind. Damit ist auch die Brandmauer der CDU sinnlos. Es gibt eine konservative Mehrheit im Land zur Änderung der Migrationspolitik. Die Ost-CDU merkt das, die weiß das. Und da fangen die Änderungen an, die Deutschland wirklich verändern. Es gibt eine konservative Mehrheit. Nur die CDU steht im Weg mit ihrer Brandmauer und koaliert mit den Linken und Grünen, wie jetzt wieder, wie wir es heute sehen in Hessen. Herr Baumann, aber eine Obergrenze null, das würde dann auch heißen, keine Frauen, keine Kinder aus der Ukraine. Wir sind dafür da, dass wirklich Schutzbedürftige aufgenommen werden. Wir sind freiheitlicher Rechts- und Verfassungsstaat. Das steht überhaupt nicht in Frage. Aber das sind sozusagen Größenordnungen, die wir mal hatten in den 80er, 90er Jahren. Was wir jetzt haben, ist eine Armutswanderung aus überbevölkerten Teilen der Welt. Da wird das Asylrecht missbraucht. Alle westlichen Länder reagieren darauf. Überall sind unsere Schwesterparteien im Vormarsch. Links sozusagen geht unterpolitisch. Die rechten Parteien kommen auf. In Italien regiert Meloni schon. Die FPÖ, unsere Schwesterpartei, in Österreich ist bei 30% stärkste Partei. So wird sie auch werden. Wenn die CDU nicht zur Vernunft kommt, wird das der Weg sein. Das Land braucht das. Diese Migration kann so nicht weitergehen. Ich glaube, Sie haben Ihren Punkt gemacht, Herr Baumann. Herr Bank, Sie haben für die Europawahl Carola Rackete, die Seenothelferin, aufgestellt als Kandidatin. Ist das aus Ihrer Sicht das richtige Signal für den Kurs der Migrationspolitik von links? Also natürlich ist das das richtige Signal. Die populistische Debatte, die Herr Baumann hier aufmacht, geht doch völlig am Thema vorbei. Also die Zahlen, die wir 2016 hatten und die wir jetzt haben, sind doch in großen Unterschieden. Wir haben jetzt unter 200.000 Asylanträge. Wir haben 2016 um die 700.000 gehabt. Das heißt, kann doch wohl nicht wahr sein, dass hier an der Sonnenallee in Neukölln die Leute auf die Straße gehen, was kann man Partys tun? Machen, Süßigkeiten verteilen und Terroristen verteidigen. Ja, ich persönlich bin ein Freund, dass der Rechtsstaat abschrecken muss. Er muss innerhalb von 48, 72 Stunden beschleunigte Verfahren, wo es eine klare Beweislage gibt, abschrecken, dass die Straftaten wirklich auch auf dem Fuße folgen, dass sofort gehandelt wird, dass die Straftäter sehen, dass dieses Land den Rechtsstaat auch durchsetzt. Recht muss durchgesetzt werden und dafür muss dieses Land stehen. Frau Bühning, sehen Sie das auch so? Ich glaube, wir müssen klar verurteilen, was da auch in Neukölln passiert ist. Ich glaube, es ist keine Zeit für irgendjemanden, wenn Israel angegriffen wird, zu feiern. Das ist wirklich ein großer Fehler und es ist dramatisch, dass das passiert ist. Aber Süßigkeiten zu verteilen ist vielleicht geschmacklos in diesem Zusammenhang, auf jeden Fall, aber es ist keine Straftat. Ich weiß nicht, ob da irgendwelche Straftaten passiert sind. Wenn da Straftaten passiert sind, dann müssen diese Straftaten verfolgt werden. Wir leben in einem Rechtsstaat. Und sofort. Wenn das muss aufgeklärt werden und da muss reingegangen werden. Und wie gesagt, ich verurteile das hart, was da passiert ist. Also, und es sollte auch da keine Frage sein in Deutschland, wie wir an der Seite von Israel stehen. Völlig richtig, was die Kollegin sagt. Für mich ist das klar, diese Leute lehnen, das ist mehr als nur Süßigkeiten verteilen, diese Leute lehnen unsere Werte ab. Und diese Leute haben einfach hier nichts zu suchen. Und darüber muss man aus dem Klaren sein. Bei Fragen, wenn es um Aufenthaltserlaubnis geht, um Fragen um Einbürgerung geht, all diese Dinge müssen wir ernsthaft diskutieren. Menschen, die unsere Werte, die Werte des Grundgesetzes ablehnen, haben in diesem Land, in dieser Gesellschaft nichts zu suchen. Herr Baumann, der Kanzler hat auch gesagt in seinem Statement heute Nachmittag, wir, also Deutschland, steht an der Seite Israels. Stehen Sie in diesem Fall auch an der Seite des Kanzlers? Da haben wir nie den geringsten Zweifel dran gelassen. Das ist außerhalb jeder Diskussion. Man muss sich ja nur, und wir Politiker kriegen die zugespielt, diese ganzen Videos sich angucken, was da passiert. Das sind ja nicht nur irgendwelche Terroristen, sondern die quälen die Frauen. Da sind Dutzende Frauen, die werden nackt ausgezogen, gepeitscht, gequält über die Straße an den Haaren gezogen. Und hier auf unseren Straßen sind Migranten, die wir nun mal jetzt hier haben, aufgrund der verfehlten Einwanderungspolitik, und bejubeln das und beklatschen das und feiern das und verteilen Süßigkeiten. Das ist auch ein Schlag ins Gesicht dieser verfehlten Migrationspolitik, vor der wir immer gewarnt haben. Die Migrationspolitik der CDU, die sie jahrelang betrieben hat, offene Grenzen, Millionen Menschen unkontrolliert aus Orient und Afrika, das ist die Quittung. Und auch dieses Frauenbild sehen wir auf unseren Straßen. Ich muss das nicht vertiefen. Statistisch haben wir hier jeden Tag eine Gruppenvergewaltigung. Das sind die Dinge im Land, die nicht angesprochen werden. Und ohne die AfD würden sie auch nicht angesprochen. Deswegen die Wahlerfolge. Mit dem Türkei-Abkommen, wenn ich das sagen darf. Moment, Herr Lindemann, darf ich kurz? Herr Kühnert, Sie sind die
Kanzlerpartei. Was sagen Sie zu diesen Stellen, die Herr Baumann gerade gesagt hat? Zunächst mal ist die AfD keine Partei, die sich in den vergangenen 10 Jahren darum beworben hat, an der Seite jüdischen Lebens in dieser Gesellschaft zu stehen. Und das sagt auch die jüdische Community in Deutschland in aller Deutlichkeit. Da muss ich Ihnen auch nichts in den Mund legen. Aus einer Partei, aus der Menschen heraus, das Holocaust-Mahnmal als Mahnmal der Schande und Ähnliches bezeichnet haben. Das ist längst richtig gestellt. Sie zitieren immer noch das. Da gibt es nichts richtig zu stellen. Das ist eine Entgleisung, sondern das Gleiche tief blicken lässt. Aber darum alleine soll es am heutigen Tag nicht gehen, sondern es ist deutlich adressiert worden, wenn wir Exzesse von dem Bejubeln dieser Angriffe in Deutschland haben, dann muss dagegen vorgegangen werden. Deutlich muss aber auch gesagt werden, nicht jedes Problem, was es in unserer Gesellschaft gibt, kann abgeschoben werden. Denn viele menschenfeindliche und auch antisemitische Einstellungen gibt es quer durch die deutsche Bevölkerung hindurch. Längst nicht nur bei Menschen mit Migrationshintergrund. Die neue Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung ist vor 2 Wochen erschienen und hat erneut auf dramatische Art gezeigt, dass Antisemitismus in Deutschland 3 Heimaten hat. Das eine ist der Islamismus, das andere ist der Rechtsradikalismus und leider in Teilen auch in der Mitte unserer Gesellschaft. Wir können es uns alle miteinander nicht so einfach zu machen, es nur an einem Ort zu verorten. Wenn wir in der Mitte des Parlaments die Probleme lösen, werden die Proteststimmen weniger. Wir sehen das in Dänemark ganz klar, die Rechtsradikalen dort bei unter 3%. Es sind Sozialdemokraten, die regieren. Wir müssen die Probleme lösen und dafür brauchen wir keinen Rechtsruck, Herr Baumann, in Deutschland, sondern wir brauchen Rechtsstaatlichkeit, dass Recht durchgesetzt wird. Und wer nach Deutschland kommt und unsere Werte nicht akzeptiert, das Grundgesetz und die Rechtsordnung nicht akzeptiert und sich so verhält, der hat hier nichts verloren. Und da muss das Aufenthaltsgesetz sehr klar sein und der Rechtsstaat muss agieren. Und das hat nichts mit Rechtsruck zu tun, sondern Rechtsstaatlichkeit. Und wenn wir das schaffen, in der Mitte des Parlaments, dann werden die Proteststimmen weniger und dann wird die Mitte wieder gestärkt dieses Landes. Ich möchte aber einmal sagen, Sie erwecken jetzt den Eindruck, als würde der Rechtsstaat in Deutschland nicht durchgesetzt werden. Das möchte ich hier einmal gerade rücken. Wir haben einen Rechtsstaat und der wird auch durchgesetzt. Und ich teile das. Das habe ich heute Nacht nicht gesehen. Das darf man nicht wegreden. Ich teile das, dass wir als demokratische Parteien zusammenstehen müssen und dass wir das Problem angehen müssen, was wir gerade sehen, dass wir nämlich einen zunehmenden Rechtsextremismus haben und auch einen zunehmenden Antisemitismus. Und das ist ein großes Problem für unsere Gesellschaft. Da müssen wir angehen und da müssen wir uns auch alle als demokratische Parteien unterhaken und gemeinsam auch kommunizieren und Sicherheit und Halt geben und nicht mit rechten Parolen oder rechten Auswürfen oder Fake News da weiter Feuer ins Öl gießen, sondern wir müssen da ganz klar zusammenstehen und wir müssen den Bürgerinnen und Bürgern zeigen, dass wir lösen. Nur eine kleine Ergänzung. Es sind ja nun jetzt hier, und das ist ja auch gut so, wortreich die Solidaritätserklärung mit Israel passiert. Aber wie wird denn gehandelt? Hinter allem, hinter der Hamas steht die Hisbollah, diese gefährliche Organisation, die AfD. Hat als einzige einen Antrag in den Deutschen Bundestag eingebracht, die Hisbollah in Deutschland zu verbieten. Und alle, die hier sitzen, haben abgelehnt, die wollten, dass die Hisbollah weiterbleibt. Das ist Reden und Fakten. Jeder kann das in den Drucksachen nachlesen. Leider ist das so in Deutschland. Ich möchte hier gerne mal widersprechen, denn eine Fraktion, die in Bayern beim Gedenktag des Holocaust geschlossen den Plenarsaal verlässt, wenn Charlotte Knobloch spricht, sollte hier auch nicht ein anderes Bild zeichnen. Die AfD ist alles andere als eine Partei, die auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Und wie gesagt, dieser Vorfall vor einigen Jahren im Bayerischen Landtag, als die AfD-Fraktion fast geschlossen den Gedenkakt anlässlich des Holocaust verlassen hat, spricht hier auch Bände. Ich persönlich bin sehr dankbar für die geschlossene Kommunikation der demokratischen Parteien. Die bayerisch-israelische und die deutsch-israelische Freundschaft ist von unschätzbarem Wert. Und eins ist auch völlig klar, das Existenzrecht Israels ist verbrieft, unverrückbar und unverhandelbar. Wir haben uns angesichts der Situation im Nahen Osten dafür entschieden, hier auch darüber zu sprechen. Jetzt möchte ich aber noch mal wieder zurück nach Deutschland kommen und bitte um eine kurze Schlussrunde. Herr Baumann, wir fangen mit Ihnen an. Wenn Sie sich entscheiden müssten, welches Problem in Deutschland muss am dringlichsten gelöst werden, bitte nur eins benennen und mit wem aus der Runde könnten Sie das am besten tun? Das ist das Migrationsproblem, das muss gelöst werden. Das geht mit der konservativen Mehrheit, die in Deutschland existiert. Sobald die CDU, in Ostdeutschland passiert das ja, mit ihrer verrückten Brandmauer aufhört, kriegt diese Mehrheit die Möglichkeit, Politik zu gestalten. Das wäre es, was das Land braucht und will. Die Wähler haben gesprochen. Die Mehrheit ist da. Herr Huber. Migration ist ohne Zweifel eines der drängendsten Themen dieser Zeit. Und es geht auch hier darum, dass alle demokratischen Parteien hier konstruktiv und zielgerichtet anpacken. CDU und CSU haben ihre Vorschläge auf den Tisch gelegt. Was war auffällig?
Bernd Baumann kam im Gegensatz zu den letzten Berliner Runden viel besser in die Offensive. Woran hat das gelegen? Es ist so, dass sich Beharrlichkeit jetzt ausgezahlt hat. Die AfD hat ihre Position gehalten nach Jahren der Drangsalierung. Und es ist jetzt anscheinend so, dass die Strategie geändert wurde, das Narrativ verändert wurde. Zunächst hatte man anscheinend die Strategie, wer auch immer die hat, aber es ist eindeutig, dass die großen Medien gleichförmig berichtet haben. Zunächst war es die Strategie, die illegale Zuwanderung möglichst zu fördern in Deutschland. Das heißt, jeder, der was dagegen gesagt hat, der war rechtsextrem. Es wurden niemals, wie bei Markus Lanz, volle Boote gezeigt mit jungen Männern, sondern es kamen immer junge Familien. Und wer irgendwas Negatives gesagt hat, der war ein Menschenfeind. So ging es über viele Jahre und dem hat sich ja auch Merkel hingegeben. Also die CDU ist ja dem Narrativ gefolgt und hat entsprechend die Politik gemacht, die von den Medien erwünscht war. Weil sonst hätte sie sich, da die Leute, die großen Medien konsumieren, die CDU wählen, hatte sie auch gar keine andere Möglichkeit. Oder sie hätten, wie die AfD, sich gegen die Medien gestellt, da wäre es ihnen aber auch genauso gegangen. Dann wären sie genauso fertig gemacht worden oder dann wären die Kräfte in der CDU, sie wären fertig gemacht worden. Genauso ist es bei der FDP. Und jetzt ist es anscheinend so, die wirtschaftliche Lage in Deutschland ist so schlecht, es kann nicht so weitergehen. Anscheinend besteht die Angst, okay, wenn wir jetzt die wirtschaftliche Lage, wenn es keine Besserung gibt, dann die AfD gewinnt immer mehr dazu. Das heißt, wir müssen jetzt dieses Problem in den Griff kriegen. Und das sagen ja sogar Leute wie Markus Lanz, sie sagen es wortwörtlich, ja, in Dänemark ist ganz toll, da sind die Sozialdemokraten in der Regierung und die AfD-ähnliche Partei ist nur noch bei 3%. Also in Dänemark ist ganz toll, die haben das Problem im Griff bekommen und jetzt müssen wir das auch irgendwie in den Griff bekommen. Kein Problem, jetzt lösen wir das Zuwanderungsproblem und dann die AfD verschwindet dann schon. Und hier zeigt sich aus meiner Sicht ein Unterschied zwischen den Parteien. Die SPD ist so ein bisschen träger. Die SPD verlässt sich anscheinend so ein bisschen drauf auf die eigene Stärke. Das hat man schon bei Gerhard Schröder gesehen. Aber auch jetzt Nancy Faeser, sie denken, sie sind so wirkungsstark, sie müssen nicht einknicken oder sie knicken langsam ein. Das heißt, die Medien schreiben schon seit langem, machen Stimmung, wir müssen jetzt das Zuwanderungsproblem lösen. Und es dauert aber alles zu langsam. Das gleiche haben wir schon bei der Kernkraft gesehen. Bei der Kernkraft, da wollte Springer auch unbedingt, dass doch die Atomkraftwerke wieder angeschaltet werden. Und warum? Um die wirtschaftliche Situation zu verbessern, um zu verhindern, dass die Leute unzufrieden sind und AfD wählen. Und jetzt hat natürlich Baumann die perfekte Gelegenheit, das aufzuzeigen. Dass die CDU jahrelang die AfD schlecht gemacht hat und sie eigentlich jetzt die gleichen Positionen übernimmt. Das konnte er, er war sehr gut vorbereitet und konnte das inhaltlich alles darlegen, konnte es überzeugend darlegen. Die CDU kopiert uns jetzt, das heißt, das alles war eine Farce. Die Vorwürfe gegen die AfD, das Menschenfeindliche, ist alles eine Farce, wenn sie die CDU jetzt übernimmt. Und das hat aus meiner Sicht gesessen. Das hat wirklich gesessen. Also das war für den großen Medienbetrieb, für die CDU war es ein Fiasko. Also wenn es jetzt wieder Landtagswahlen gäbe und vermutlich haben viele Leute gesehen, dann wäre das Ergebnis für die AfD wahrscheinlich noch viel besser. Weil das Stigma des Rechtsextremismus damit schon deutlich einen Knacks bekommen hat. Weil das war ja immer der Vorwurf, die AfD ist ausländerfeindlich und jetzt kann Baumann zeigen, ja, unsere Position, sie war sachlich fundiert, jetzt die CDU übernimmt's. Und Lindemann konnte das ja auch nicht wirklich entkräften. Sondern es kamen dann am Ende die typischen Plattitüden. Es war dann so, dass am Ende wieder das typische gemeinsame Rechtsextremismus-Framing aufgekommen ist gegen Baumann und gegen die AfD. Und zum Glück hat der Baumann schon vorgegriffen, hat er gesagt, dass unsere Position, dass sie rechtlich einwandfrei sind und eben nicht menschenfeindlich sind. Aber trotzdem, aus meiner Sicht, hat es wahrscheinlich doch wieder Wirkung gezeigt. Weil die Leute nicht verstehen können, wie jetzt alle ganz betroffen tun. Kevin Kühnert tut immer ganz betroffen, guckt, da kullern gleich die Tränen aus den Augen und wirkt so sichtlich betroffen über den Rechtsextremismus und so weiter und so fort. Und die Leute denken sich, warum soll er nicht wahrhaftig sein? Oder sie alle haben die gleiche Meinung, warum sollen sie nicht wahrhaftig sein? Es ist wahrscheinlich außerhalb der Vorstellungskraft ganz vieler Leute, dass diese Leute alle ein Theater spielen. Dass niemand in der Runde an einen Rechtsextremismus der AfD glaubt,
sondern dass es darum geht, um die eigene Karriere geht, um Ausgrenzung geht und was dahinter steht. Das ist im Grunde, dass ein Krieg um die Köpfe der Menschen herrscht. Das anscheinend auf irgendeine Weise, das hat sich ja durch die Ukraine-Krise seit 2014 hat sich's gezeigt, dass wir ein Informationskartell haben und dass Kräfte die Bevölkerung systematisch manipulieren, wir systematisch bestimmte Informationen nicht bekommen, die sozusagen die Leute eine Informationsgrundlage bekommen, mit der sie gelenkt werden. Die Leute denken, oder viele Leute denken immer noch, wir haben freie Medien, die im freien Wettbewerb stehen. Und sie verstehen nicht, dass es übergeordnete große Narrative gibt, die komplett ausgeschwiegen werden. Also beispielsweise der 11. September oder jetzt eben auch die Vorgänge in der Ostukraine seit 2014. Die ukrainischen O-Töne, die belegen, dass eben die Nazis in der Ukraine, dass es keine Ausländergruppe ist, sondern dass die Regierung Nazis befördert. Was ja immer mehr durchscheint durch Ehrungen von SS-Leuten, jetzt letztens in Kanada, was in der Ukraine eine Normalität ist, wo aber hier die Leute denken, ja, das ist ein prodemokratischer Staat, also auf keinen Fall ein Nazi-Staat. Jedenfalls, die Leute verstehen nicht, dass die Politiker versuchen, sich dem Medienkartell anzupassen, dass wir in keiner funktionierenden Demokratie leben. Dass wir hier eine systematische Lenkung haben und die Parteien, also CDU, SPD, Grüne, FDP und so weiter, dass sie versuchen, den Mediennarrativen gerecht zu werden und dass sie wissen, wenn sie das nicht tun, sie ausgegrenzt werden. Und die AfD sich dem nicht unterwirft und sie dementsprechend nicht im Club ist und ausgegrenzt wird. Das ist ein Zusammenhang, den kann man nur verstehen, wenn man die Information hat, aber die breite Masse hat diese Information nicht. Und deswegen aus meiner Sicht, die Leute, sie müssen das Motiv verstehen, warum die AfD so angegangen wird. Also der normale Gedankengang ist immer der, dass die Leute denken, wenn alle den Vorwurf machen und das so rührend vortragen wie Kevin Kühnert, warum soll er lügen? Warum sollen sie alle lügen? Es muss schon irgendwas dran sein. Und dieses Stigma wirkt. Das heißt, was könnte Baumann hier machen? Er müsste tatsächlich die Informationen bringen und das Narrativ und die Motivation aufzeigen. Das Motiv aufzeigen, dass diese Leute gezielte Theaterspieler sind und dass sie nicht wahrhaftig sind. Das ist vielleicht in dieser Runde nicht möglich, aber was man auf jeden Fall immer machen kann, was aus meiner Sicht ganz wichtig ist, dass man bei jeder Gelegenheit den Frame zurückweist. Dass man also einfach kurz sagt, wenn diese Vorwürfe kommen, man schweigt nicht, sondern man sagt, er sagt kurz, wir weisen das zurück. Und wenn dann irgendwas anderes kommt und eine Begründung, ja, aber die AfD hat doch das und das gemacht, dann kann Baumann sagen, das ist unzutreffend und unausgewogen. Der Vorwurf ist unzutreffend und unausgewogen. Hier dieses Zitat, das ist so und so verdreht. Wir weisen das zurück. Wir sind nicht rechtsextrem. Also jedenfalls immer sagen, wir weisen das zurück. Weil die Wiederholung ist der Schlüssel. Es wirkt immer so, also auch wenn Baumann das schon am Anfang zurückgewiesen hat, er ja erklärt hat, wir unsere Position sind rechtens, wenn dann die anderen immer wieder ankommen und Baumann nichts sagt, dann wirkt es dann doch so wie ein Eingeständnis. Deswegen, man muss dem immer widersprechen, man darf den Widerstand nie aufgeben, man darf nie das hinnehmen. Aber aus meiner Sicht, Bernd Baumann, er hat wirklich einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Man hat auch gemerkt, er hat am Ende versucht zu widersprechen, aber er kam da nicht zu Wort. Aber aus meiner Sicht, wenn er ganz kurz sagt, wir weisen das zurück, das ist ganz kurz und da muss ihm gar nicht das Wort erteilt werden, das kann er laut sagen, dann hören es alle. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was sonst so einfällt. Macht's gut.